Der große Tag ist da. Herbert und Hilde haben lange vom Urlaub im Wohnmobil geträumt. Heute starten sie endlich in den Süden mit einem gemieteten Fahrzeug. Bis dann. Ja. Dann seht ihr euch wieder, wenn wir zurück sind. Tschüss. Das hoffen wir, dass alles gut geht. Die Globetrotter Patrick und Verena haben sich von den Großeltern im Allgäu verabschiedet und wollen nach Afrika. Ihre letzte Afrika-Tour hat 6 Jahre gedauert. Und diesmal? In Griechenlands Süden überwintern Nima und Steve. Sie nennen sich digitale Nomaden, leben und arbeiten auf Achse. Perfekt. Okay, wir brauchen Mehl, Vollkornmehl. Können wir mal vielleicht so ein paar Grundnahrungsmittel durchgehen, bevor wir uns hier Kuchen. In die Spezial... Kuchen. Genau. Ich glaube, das Lenkrad kann man in Höhe verstellen. Das brauchst du aber jetzt nicht schauen. Bitte. Nein, das kann man nur davon nur machen, wenn das Auto steht. Hilde und Herbert sind zum ersten Mal mit einem Wohnmobil unterwegs. Trotzdem fährt Herbert das gemietete Wohnmobil genauso schnell wie seinen Kleinwagen zu Hause. Oh, nicht so schnell. Oh. Langsamer. Mit dem Überholen hat Herbert auch kein Problem. Hilde kommt um vor Angst. Fahr nicht so schnell, bitte, Herbert. Herbert, bitte fahr nicht so schnell. Ich mag 110. Das nicht. Stress für Hilde. Doch nach ein paar Stunden sind die oberitalienischen Seen erreicht. Jetzt ist ihr Ziel ein Campingplatz am Lago di Seo. Weiter südlich an der spanischen Mittelmeerküste. Es ist Januar. Die Afrika-Fahrer Verena und Patrick suchen die Wärme und das Meer. Na, hier ist es schon mal nicht ganz schlecht, oder? Ja. Stehen wir recht nah am Meer. Die Meeresküste haben sie erreicht. Für ein wärmeres Klima müssen sie zu dieser Jahreszeit noch weiter Richtung Süden ziehen. Mit Ziel Afrika. Ein paar schöne Buchten wird es ja auch hier dann geben, so wie hier nochmal. Ihr Wohnmobil haben sie selbst ausgebaut. So. Also das ist jetzt unser Zuhause. Klein, aber man hat alles, was man braucht. Also wir haben hier hinten unser Schlafzimmer, zeitgleich auch unser Wohnzimmer, zum mal Filme gucken oder ähnliches. Hier befindet sich unser Esszimmer. Der Tisch hier kann hochgeklappt werden, dass wir einen großen Esstisch haben. Dann haben wir hier auf dieser Seite unsere Küche, Spirituskocher. Und natürlich in einem Wohnmobil alles ein bisschen beengt. Darum ist der auf Schienen, dass man ihn einfach wegschieben kann, wenn man nicht braucht. Wir haben hier unser tolles Gewürzregal und die alle schön in Spanngummis, dass die auch auf Offroad-Pisten dort drin bleiben und nicht durchs Auto fliegen. Jetzt fehlt natürlich noch das Badezimmer. Und das ist bei uns ganz einfach. Wir machen hier erstmal die Klappe auf. Die Klappe zu, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Privatsphäre. Und dann ziehe ich hier einfach unsere Toilette raus. Und man kann dann schön in aller Ruhe aufs Klo gehen. Der alte Hanomag startet mit Vorglühen. Die Fahrerkabine ist getrennt vom Wohnbereich. Früher war das ein normales Einsatzfahrzeug des Technischen Hilfswerks. Die blaue Lackierung ist original. Bis zur Fähre in Algeciras sind es jetzt noch rund 300 Kilometer. Das könnten die Globetrotter am Stück schaffen, doch sie haben ja keine Termine.
Nach ihren Jahren in Afrika haben sie das afrikanische Lebensgefühl schätzen gelernt und lassen sich am liebsten treiben. Schön wäre heute doch mal ein Ökomarkt mit frischem Gemüse. Ein toller Tipp aus dem Internet, doch den Markt muss man erst mal finden. Wir haben gesehen, der Markt wäre, wenn er gewesen wäre, rechts rein gewesen. Und das haben wir schon mal öfters gemacht. Da sind die spanischen kleinen Städte sehr enge Gassen, wo wir mit dem Hanomag schon Probleme haben, dann durchzufahren. Na gut, dann wird eben kurz entschlossen im Supermarkt eingekauft. Und weiter geht die Fahrt. Ein Platz am Meer wäre doch schön. Wo man in Ruhe ein bisschen abhängen kann. Wollen wir hier stehen bleiben heute Nacht? Oder? Die Sicht ist ja klasse. Man steht aber ziemlich nah an der Straße. Ne? Ja, das ist scheiße. Ist wahrscheinlich ein bisschen. Nee, das ist viel laut. Zu laut. Morgen früh können wir da nicht schlafen. Fahren wir weiter und gucken noch mal. Ja. Schauen wir nach was anderem, ja, würde ich sagen. Auch Globetrotter wollen ihre Nachtruhe haben und morgens ausschlafen. Doch wo das Meer und schöne Strände locken, wurden an der spanischen Küste überall Häuser, Hotels und Straßen gebaut. Also spontan rauf auf den nächsten Parkplatz an der Straße, Augen zu und durch. Herbert und Hilde sind prima durchgekommen auf ihrer Testreise. Herbert fährt, als hätte er noch nie ein anderes Fahrzeug gefahren. Hildes Angst hat sich etwas gelegt, aber selbst will sie auf dieser Reise nicht ans Steuer, weil es ja nur ein gemietetes Wohnmobil ist. Ankunft am Lago di Seo. Den Campingplatz hat Herbert schon zu Hause recherchiert. Es ist Frühjahr, noch nicht viel los. Haben wir es geschafft. Herbert, unser Jungfräuliche. Unser jungfräuliche Fahrt. So, wie war das jetzt? Ah, richtig. Zuerst den Strom anschließen. Bitte mal mit halten. Das hat uns ja gar nicht erklärt, oder? War ich da dabei? So ein bisschen. Ja? Hilde? Was? Da bin ich. Ja. Wo ist er denn? Ah, hier. Was ist denn? Schau her. Hier ist der Stromanschluss. Halt mal bitte fest. Strom gibt es schon mal. Für Wohnmobilcamper immer der erste Schritt. Müde sind wir. Müde. Vom Nix da sind wir müde. Die Knochen tun mir weh. Jetzt müssen wir ein bisschen gehen und unsere die Füße ein bisschen vertreten. Gell? Genau. Ja, und dann gehen wir essen und dann nichts wie in die Falle. Und dann sehen wir schon, wie es wird morgen, gell? Wie wir die Nacht überstehen. Ja, ja. In Oberschwaben ist Reiseleiter Sigi unterwegs. Er hat ein halbes Leben im Wohnmobil hinter sich und aller Herren Länder befahren. Jetzt organisiert er Touren für Wohnmobilisten, die es gemütlich angehen lassen wollen. Das funktioniert im Prinzip überall gleich. In Oberschwaben wie in Afrika. Wir haben halt seinerzeit das komplett Marokko durchfahren. Ich habe mir Notizen gemacht, habe Roadbook geschrieben, Kilometrierung gemacht. Weil damals musste ja, man konnte nur nach der Kilometrierung fahren, man hatte kein Navi gehabt. Und dann habe ich alle Strecken aufgeschrieben, fein säuberlich, Kilometer sowieso links, Kilometer sowieso rechts. Und das hat auch prima funktioniert. Von Sigis Roadbook profitieren heute Wolfgang und Erika. Beide sind über 80.
immer aufs Gas, auf die Bremse drehen beim Schalten, gell? Ja. Winker raus tun. Heute will Erika fahren, damit sie ihren Wolfgang auch mal ablösen kann auf der Reise. Drei? Ja. Okay. Wolfgang ist Schwabe, Erika stammt aus Baden. Statt ferner Länder will Wolfgang ihr endlich mal seine schöne Heimat zeigen. Muss aber das Dreier bleiben, ja. Immer auf drei bleiben, ja, ja. Weil das ist bergig hier. Ja. Offenbar stimmen die Kilometer in Sigis Roadbook bis aufs Komma. Wir haben jetzt nur noch 5,1 Kilometer. Ah, sie hat gemeint 11 Kilometer, aber wir haben nur noch 5. Langsamer. Die Etappen auf Sigis Tour sind etwas kürzer als seinerzeit in Marokko. Das heutige Ziel, die Station der Museumsbahn Öxle. Wenn die Schulzeit schon eine Zeit lang zurückliegt, ist es mit der Textsicherheit nicht mehr weit her. Aber wir müssen Text haben, wir sind nicht textsicher. Wer ohne Navi ganz Marokko kilometriert hat, der braucht auch kein Handy für die Schwäbische Eisenbahn. Sigi gibt schon mal den Ton vor. Auf der Schwäbische Eisenbahn wollte mal ein Bayerle fahren. Dort ein Schalter lupft der Hut. Ein Billettle sind so gut. Rulla, 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 rulla. Ein Schalter lupft der Hut. Ein Billettle sind so gut. Mit Sigis Hilfe werden sie spätestens nach der Hin- und Rückfahrt mit der Museumsbahn den Text sicher wieder drauf haben. Morgens am Lago di Seo. Herbert und Hilde haben bestens geschlafen und wollen die Wassertemperatur erkunden. Sportlich sind sie ja. Trotzdem ganz schön mutig bei der Kälte. Der Lago hat schätzungsweise 13 Grad zurzeit. Kein Wunder, die Alpengletscher sind nicht weit. Jeden Morgen einmal in den See gehupft. Da sind wir frisch für den ganzen Tag. Ja, das hat frisch. Der Kaffee nicht schafft. Das ist frisch ganz enorm. Sie sind's gewohnt. Auch am heimischen Chiemsee springen sie regelmäßig morgens ins Wasser. Alles fertig? Ja. Kaffee fertig? Ja. So, wo haben wir Sonne? Übernehmen die nicht. Hier. Ich komm. Super. Da gefällt's mir. Mit Sonne gleich alles ganz anders. So, ne? Genießt deinen Kaffee. Und oh. Ja. Gut so. So ist das gut. Ja. Nach dem Frühstück wartet ein Stück Arbeit auf sie. Das jetzige Wohnmobil ist nur gemietet, aber sie wollen ja bald eins kaufen. Doch was für eins? Du musst mir mal wieder den Unterschied erklären zwischen dem Kastenwagen und. Es ist kleiner. Der hat doch auch alles drin. Ja, nein, die sind oft nicht so lang, ein bisschen kürzer. Und viele haben keine Duschen innen drin, die haben dann Außenduschen. Ich möchte mal sehen, wo die Außendusche ist. Könnte man nicht vorstellen. Irgendwo haben die oben so einen Verschluss, wo du dann deine Dusche da einschraubst oder anklickst. Ja. Und Vorteil ist halt mit so einem, weil er kürzer ist und nicht so breit, du kannst auf jedem Parkplatz in der Stadt parken. Kurz oder lang? Für die passionierten Skifahrer ein wichtiges Kriterium. Morgen. Mhm. Das ist ein Riesending, gell? Das so? Solingen, oder? Solingen, ne? Ja. Solingen? Soest. Soest. Ah, Soest. Soest. Aha. Das ist ja lange mit den vier Achsen, mit drei Achsen. Ne?
Wisst ihr, so einen hatte ich ja auch erst überlegt. Und dann damit auf Weltreise gehen. Damit kann man das machen. Kommt man ein Stück damit. Ja, kommt ja, mal. Nur die kleinen Straßen sind überhaupt. Die Erde ist ja, das ist das Problem. Andersrum muss man immer dran denken, Dreiachser ist doppelt so teuer. Aha. Autobahngebühr ist teuerste ist Österreich. Einmal durch Österreich und wieder zurück kostet dieses Auto 260 Euro. Wir fahren also eigentlich immer nach Kroatien. Das ist ja unglaublich. Die Suche nach dem richtigen Wohnmobil ist für Hilde und Herbert also noch nicht zu Ende. Doch heute wird nicht weitergefahren. Das ist wieder die Kirche da oben, schauen wir her. Guck mal, die aussehende Kathedrale. Der Lago di Seo ist nicht so bekannt wie der Gardasee oder der Lago di Como, aber es gibt viel zu entdecken. Weiter südlich in Spanien sind die beiden Afrika-Fahrer ihrem Ziel näher gekommen. Ein ruhiges Plätzchen haben sie zwar nicht gefunden hier an der Autostraße, doch jetzt am Morgen fühlen sie sich wie in einem Urlaubsparadies. Jo. Wir leben hier unseren Traum. Ich meine, das ist ja absolut toll, wenn man morgens aufwacht, die Türe aufmacht und so einen Blick einmal übers Meer hat. Dazu das Meeresrauschen die ganze Nacht. Ich meine, viel besser könnte es uns nicht gehen, oder? Ja, stimmt. Jetzt wollen wir aber wissen, wie finanziert man den Traum auf Dauer? Wir halten Vorträge in Deutschland, wenn wir zurück sind. Mit denen finanzieren wir uns. Verena arbeitet an einem Buch gerade, das dann bald rauskommen soll. Und wir bieten eigene Reisen im südlichen Afrika an. Also wer Lust hat, kann mit uns gemeinsam im Auto durch Südafrika, Sambia, wenn möglich auch Simbabwe fahren. Oder fährt mit einem eigenen Auto hinterher und wir sind quasi die Reiseleiter. Viel brauchen Sie nicht zum Leben. Also wir haben auch noch eine Wohnung in Berlin, die wir untervermieten. Haben dort auch noch ein Zimmer für uns. Weil das braucht man, dass man gemeldet sein kann, braucht man immer ein Zimmer, wo man wohnen kann. Wir haben noch ein normales Bankkonto. Wir haben die Selbstständigkeit in Firma in Deutschland angemeldet. Das Auto ist in Deutschland angemeldet. Also wir sind nicht ausgewandert, wir leben einfach in Freiheit. Und dabei soll es auch bleiben. Kinder wollen wir nicht, weil die auch nicht so in unser Lebensstil passen. Dann kommt ja auch sowas da hinzu mit Schulpflicht, was so Probleme hat. Und da haben wir uns eben gegen Kinder entschieden. Und wie kommt das Buch voran? Ja, es geht. Hier hat man natürlich bessere Inspiration zu schreiben, wenn man an so schönen Orten ist. Wir hatten jetzt erstmal ein bisschen Urlaub gemacht, weil erstmal war es ja sehr regnerisch und jetzt kann man da wieder loslegen. Mit dem Schreiben. Gut. Und wann soll es jetzt zur Fähre nach Afrika gehen? Wir planen gar nicht. Also wir haben noch gar keine Reise groß geplant. Wir reisen einfach drauf los und gucken, wie wir Lust haben. Wichtig natürlich, dass der alte Hanomag auch mitmacht. Das Fahrzeug hat rund 70 PS und wiegt knapp 4,6 Tonnen. Und mit der 2,8-Liter-Maschine ist er natürlich nicht besonders schnell. Also der Motor, der da verbaut ist, ist ein Traktormotor. Das ist der gleiche, der auch im Hanomag-Traktor verbaut ist. Also ich kann knappe 80 fahren. Unsere Reisegeschwindigkeit beträgt aber normal ein bisschen über 60. Bergauf 30 und im Hochgebirge sind wir auch schon von Fußgängern überholt worden. Zum Glück für Patrick scheint sein Hanomag ziemlich unverwüstlich zu sein. Ich habe keine Ahnung von Motoren, aber selbst ich schaff's, den zu reparieren. Und wenn ich nicht weiter weiß, gibt es immer irgendwelche Mechaniker in irgendeinem Dorf, die noch mit sowas umgehen können. Irgendwie wird es schon immer weitergehen. Wir sind gespannt. Ich habe erst letztens ein paar Schrauben vom Getriebe verloren. Und jetzt gucken wir gleich, ob die noch alle da sind. Aber so auf den ersten Blick schaut alles gut aus. Also scheint nichts zu fehlen. In Griechenland ist es Frühling geworden. Die digitalen Nomaden Nima und Steve haben im Warmen auf dem Peloponnes überwintert. Jetzt treffen wir sie in Nordgriechenland. Hier im Epirusgebirge, nahe der Grenze zu Albanien, waren sie schon im letzten Jahr. Die wilde Landschaft
hat es ihnen angetan. Mittlerweile wird sogar Nimas Griechisch etwas besser. Omos ego apo mikri to icha to mikrovio. Parea me to agori mu na pesos to. Die ist zu schnell. Ja, sing, auf geht's. Ich kann das so schnell nicht. Gasoniera. Sing, sing für mich. Calimera. Calimera. Ein Gasoniera ist kein Kellner, sondern ein kleines Haus. Das ist immer blöd, wenn ich dann Wörter ableite. Das ist sehr gefährlich. Für die beiden digitalen Nomaden ist es wichtig, dass sie guten Internetempfang haben. Denn Nima arbeitet mit Hilfe des Computers als Therapeutin. Jetzt hilft sie nicht mehr nur Frauen, wie noch bis vor kurzem. Diese Videokonferenzen mit ihren Klienten in Deutschland können wir natürlich nicht zeigen. Ich habe zum Beispiel gerade aktuell 2 oder 3 Männer im Coaching, die im Grunde ein schönes Leben haben, aber es ist irgendwo zu viel, sodass sie das Gefühl haben, ihnen fehlt die Energie. Sie sind einfach kaputt und die sind dann auf mich zugekommen und dann gucken wir, wie ist der Ist-Zustand, was wären so kleine Schritte, um jetzt irgendwie Fortschritte zu machen, um sich wieder besser zu fühlen. Und das mache ich dann eben online oder eben auch per E-Mail. Auch Steve, der Informatiker, war fleißig. Er steht mit einem Kassensystem für Kletterparks vor der Markteinführung. Es gibt immer viel zu tun, selbstverständlich. Es ist auch viel passiert. Und jetzt ist klar, dass es dieses Jahr auch tatsächlich vermarktet wird. Also ich gehe raus, ich bin jetzt auch schon an der Messe angemeldet und habe schon Kontakt zu anderen und werde da jetzt klar versuchen, das so gut wie möglich zu pushen. Heute ist Einkaufstag. Im kleinen Gebirgsstädtchen Konica wollen die beiden Gemüse einkaufen. Begrüßung, den Gemüsehöker kennen sie vom letzten Jahr. Leider hat er heute nur Tomatensetzlinge, kein Gemüse. Doch er scheint einen Tipp für sie zu haben. Deutsch? Elna? Da oben, ah. Hat Elna Gemüse? Düsseldorf. Elna ist Dimarkus. Elna. Elna hat Gemüse. Gibt's hier Gemüse bei Elna aus Düsseldorf? Wohnt hier irgendwo wer aus Düsseldorf und züchtet Gemüse? Ja, so ist das für Nomaden in einem fremden Land. Es gibt immer wieder Herausforderungen und überraschende Begegnungen. Da spricht sie eine Frau auf Deutsch an. Kannst du uns helfen zu übersetzen, was der Mann... Ja, natürlich. Ja. Er hat uns gerade was erzählt und wir haben es nicht verstanden. Ah, gut, sehr gut. Er hat eine... Wie heißt eine... In welcher Stadt? Sepiomeros? Von da, Düsseldorf. In Düsseldorf. Es ist eine griechische Bürgermeister. Ah, okay. Ja? Ein Freund. Ah, jetzt habe ich... Eine Neffe. Ah, okay, und der macht da Politik. Kein Gemüse von Elna aus Düsseldorf. Sein Neffe ist Bürgermeister, genau gesagt in Schwerte. So kann man sich täuschen. Griechische Sprache, schwere Sprache. Und doch kommen sie mittlerweile in Griechenland gut klar. Einkaufen klappt. Und sogar ein paar Freunde haben sie hier, die sie demnächst besuchen wollen. Auf dem Campingplatz von Hilde und Herbert am Lago di Seo ist Essenszeit. Zum ersten Mal wollen die Wohnmobil-Neulinge in ihrem Mietfahrzeug kochen. Isst du mir nicht das gute Fleisch weg, gell? Sag mal, hilft das schnell. Alles. Aber das ist so viel. Nur gleich mal nachspülen. Aha, aber mich tue anmeckern. Was du da trinkst? Ja, nur kleine Stücke, ne? Ja, das ist gut so. Dass du es heute beißen kannst. Herbert, Wasser kocht fast schon, gell? Ich habe eben schon kalt gekostet. Ja. Das schmeckt ganz lecker kalt. Schmeckt gut. Essen wir halt alles kalt. Machen wir morgen ein Brot dazu. Du brauchst nichts mehr, gell? Du hast deine Sache im Griff. Ah, das geht natürlich schnell. Jetzt schon brutzelt's.
ehrlich. Mhm. Das ist so gut. Siehst du, das ist ja gar nicht so blöd. Wie bitte? Was hast du da gesagt? Sag das nochmal. Sag das nochmal. Du hast gesagt, das ist ja gar nicht so blöd, habe ich gesagt, nicht du. Aber ich habe gedacht, ja, nein. Nein. Ich hoffe es doch. Wo ist denn der Knoblauch? War schon in der Pfanne. Ja, aber den hast du aber nicht in Öl gemacht, wie ich gesagt habe, oder? Der ist mit in dem Fett drin, in dem, bei dem Fleisch. Wo ist denn der Knoblauch hin? Da drin. Ich hab doch gesagt, ich will hier den Knoblauch haben. Du weißt ja genau, dass ich einen Knoblauch. Da musst du dich deutlich. Wir bleiben lieber draußen. Die Stimmung wird brenzlig. Brauche ich für das Fleisch. Ich hab dir gesagt, dass ich nur die Nudeln mit Knoblauch mag und ja, dann, Öl und ja, da bin ich davon Salbein. Ausgegangen, dass du deinen eigenen Knoblauch dafür machst. Du warst dafür zuständig. Du hast gesagt, das machst du. Dann musst du auch deinen eigenen Knoblauch machen. Das kann ich doch nicht wissen. Das ist ja anstrengend fürs erste Mal, mein lieber Mann. Nächstes Mal kocht besser nur einer. Ja, das ist selber. Ja, ja. Viele Köche verderben den Brei. So. So sieht das aber schon ganz gut aus. Herbert beruhigt sich wieder. Doch die Erfahrung mit der engen Küche wird die beiden auf der Suche nach dem richtigen Wohnmobil weiter beschäftigen. Bei den Afrika-Fahrern geht es weiter. Immer Richtung Süden. Oh, bis Afrika ist noch ein ganzes Stück. Also wir müssen bis Algeciras, rund 200 Kilometer. Und dann geht es mit der Fähre rüber nach Tangermed. Wie viel haben Sie denn schon geschafft? Das ist eine gute Frage, kann ich dir gar nicht sagen. Ich schätze mal so um die 2000 Kilometer. Normalerweise meiden sie jede Form von klassischem Tourismus. Doch heute wird ganz spontan mal eine Ausnahme gemacht. Heute fahren wir erstmal nach Nercha in die Tropfsteinhöhlen. Und danach werden wir uns einen schönen Platz suchen zum Übernachten. Bin ich mal gespannt, war ein guter Tipp von Heike mit den Höhlen. Schauen wir mal. Und ist ja doch länger geöffnet, wie ich gedacht habe. Tipps, die aus der Globetrotter-Szene kommen, werden gern genutzt. Ganz schön riesig hier. Beeindruckend. Ja. Die Höhlen gelten als Kathedralen der Vorzeit. Beeindruckend. Und sieh an, auch Afrika-Fahrer lieben Selfies. Wir sehen leider nichts von der Höhle. War sehr beeindruckend. Wir machen ja nicht oft sowas. Und die letzte Tropfsteinhöhle ist auch ein bisschen her, wo ich war. Deswegen ab und zu bauen wir das mal ein. Das war schon beeindruckend mit den Stagniten. An diesem Abend steuern die Afrika-Fahrer spontan einen ganz normalen Parkplatz an. Blöd nur, da stehen schon so viele am Strand mit Meerblick. Wohin stellen? Neben die Weißware, wie solche touristischen Womos in der Globetrotter-Szene genannt werden? Also wo willst du hinstellen? Wir überlegen gerade, wo wir uns hinstellen. Also ist die Entscheidung, ne, entweder alleine stehen, aber kein Blick, oder ein bisschen schöner stehen, aber viele Nachbarn. Da hält lieber Abstand, wer ein echter Abenteurer sein will, auch wenn man dafür auf den Meerblick verzichten muss und nah an der Straße steht. Im schönen Oberschwaben hat Reiseleiter Sigis geführte Wohnmobilgruppe ihr heutiges Pensum von Sehenswürdigkeiten abgefahren. Jetzt wartet auf dem Campingplatz das nächste Highlight mit Erlebniswert. Der gemütliche Teil beginnt. Hereinspaziert, hier ist es fast wie zu Hause. Doch dann wird es ungemütlich,
Bei Klaus und Erika hat der Kühlschrank aufgegeben und das bei 35 Grad im Schatten. Ich weiß nicht, was man machen soll. Der Kühlschrank funktioniert nicht. Gut, ein bisschen kann den Kühlschrank neiden. Schade, wenn jetzt ihr Klaus muss ran. Er zündet nicht. Geht nicht auf Gas und auch nicht auf elektrisch. Also, da haben wir wieder was zu basteln zu Hause nachher. Chaos im Kühlschrank. Hier noch Joghurt oder was das da ist. Ich kenne mich da nicht aus. Meine Frau, die will am liebsten Kaffee, alles da drin haben, ne? Obwohl er gar nicht kühl gehalten werden muss. Im Wagen haben wir über 30 Grad, gell? Oder noch mehr. Das ist halt so warm für Lebensmittel. Jetzt ist Sigi gefragt. Er hat ursprünglich Kraftfahrzeugmechaniker gelernt. Kann er helfen? Das Ganze ist ja gefriere. Ja, 70 Liter. Und der Kühlschrank ist da vorne, oder? Ja. Weiter runter kannst du das regeln. Sagen wir 5, 6 Grad plus kannst du da erreichen mit dem Ding. Geht nicht. Was machen wir denn da jetzt? Gar nichts machen wir. Macht euch keine Sorgen. Ja, wir haben ich kann nachher alles im Griff. Den Absorber, und du hast einen Absorberkühlschrank drin. Ja. Den gucke ich mir nachher noch mal an. Also, jetzt mache ich hinten mal die Gitter auf. Mach mal das Gitter weg. Kann natürlich sein, die Gasflamme, der Gasbrenner oder die Gasbrennerdüse ist ein bisschen verrußt. Müssen wir mal gucken, wenn wir reinblasen. Ich mache das mal auf. Während Sigi helfen will, taut alles auf. Du hast ja der Brenner hast du schon. Nee, lass das drin. Lass. Das hat mit dem nichts zu tun. Er zündet ja, das ist ja okay. Ja, unten drunter die Leitung, die müssen wir abnehmen. Heute wird das wohl nix, meint Sigi. Jetzt hilft nur noch eins, Schadensbegrenzung durch Nachbarschaftshilfe. So. Ach, Leute. Ich habe jetzt bei mir ein Fach oben ausgeräumt und da stelle ich das rein. Das ist aber nett. Und morgens kannst du klingeln und dann mache ich dir die Türe auf und ich bin im Nachthemd und du kannst das holen. Ja. Ich will ja aber bloß mein Zeug, sonst nichts. Das werde ich dir nie vergessen. Jetzt steht dem heutigen Highlight nichts mehr im Wege. Sigi Wagner ist nämlich nicht nur der Spezialist für geführte Touren per Wohnmobil, er hält noch ein weiteres Patent. Traditionsgemäß schenke ich für die Gruppe den Wein aus, aber in der Gießkanne. Darf ich euch die Gießkanne mal bringen? Ja, bitte. Voll bitte, aber voll. Die Wagners wohnen in Biberach am Galgenberg und bauen dort ein wenig Wein an. Cuvée Monte Galgo. Jahrgang 2018. Wow. Super, haben wir heute gehört, das ist ein guter Jahrgang. Die letzte Ernte. Ja. Im Herbst gibt es wieder neuen und auf Wohlbekommst. Das Dekantieren des Weins in die Plastikgießkanne scheint Sigis Monte Galgo bestens zu bekommen. Nima und Steve, die digitalen Nomaden, haben heute mal keinen Arbeitstag. Denn hier im Epirosgebirge gibt es ganz in der Nähe eine berühmte Schlucht. Die wollen sie sehen. Zur Abwechslung fährt heute Nima das große Wohnmobil. Es ist schon anders als ein Auto zu fahren. Aber ich finde es schön. Also mir macht Spaß. Ich sitze hier oben so schön hoch. Ich mach's gern. Was meint sie eigentlich dazu, dass Frauen selten so ein Fahrzeug steuern? Ich weiß es nicht. Und ich verstehe es auch nicht. Also wenn irgendein Auto von irgendeinem Menschen, einem Mann gefahren werden kann, dann kann das auch eine Frau. Ich verstehe das nicht, warum Frauen sich da teilweise so anstellen. Dann ist die Vikos-Schlucht erreicht. 10 Kilometer lang, 1 Kilometer tief. Julian, boah, ist das hoch. Yeah. Steve, guck mal da unten, da ist ein Haus. Mhm, ich sehe es auch gerade. Das könnte ich mir vorstellen, oder? Allein lang. Ja, ja, hey. So viele Wanderer kommen da auch nicht vorbei. Die Stelle, da kriegst du mich nicht drüber, hey, im Leben nicht. Dem Guinness-Buch der Rekorde zufolge, die tiefste Schlucht der Welt. Jetzt hast du Hunger. Frag mich mal. Rhetorische Frage. Also ich würde gern langsam was kochen. Perfekt.
Auf geht's. So rum. Was machst du da? Schneiden. Das hört sich eher nach Essen als nach Schneiden an. Du musst sie abschmecken, ob das, wie viel ich dann. Oh, Stevie! Weil das dazu gut zupasst. Salat. Die beiden sind Veganer. Auch ein Thema, zu dem Nima in ihrem Blog schreibt. Sigis Oberschwabentour geht langsam ihrem Ende zu. Auf dem Campingplatz von Lindau wollen sie grillen und Abschluss feiern. Doch für zwei Mitfahrer gibt es schlechte Nachrichten. Wir haben vorhin einen Anruf von zu Hause bekommen. Erika, ihre Schwester, liegt auf der Intensivstation in Bad Waldsee. Und nur jetzt sollen wir schnell noch mal hinkommen, wenn wir sie vielleicht noch lebend erwischen. Die Schwester ist über 80, wie die beiden auch. In dem Alter muss man mit allem rechnen. Die anderen fühlen mit, doch man kann nichts tun. Ja. Erika, ihre Schwester, ist auf der Intensiv und ja. Die wissen nicht, ob sie davor kommt. Ja, die sind jetzt gerade gegangen. Ja, meine, was war, ja. Passiert? Da bist du nicht. Ja, sie war schon länger krank, hat sie gesagt. Ja. Ja. Eigentlich wollten sie jetzt zum Abschluss gemütlich grillen. Was nun? Doch Sigis Frau Petra ist im richtigen Leben Studienrätin und bleibt ganz resolut. Also wir machen jetzt mal keine Hektik, weil wenn sie zum Beispiel vorhaben zu kommen und wir fangen früher an und alles ist fertig, dann ist das für die ja auch blöd. Jetzt rufe ich die mal an. Ja, machen wir mal sehen. Doch im Krankenhaus geht keiner ran. Petras Entscheidung, wir fangen schon mal an. Sigi weiß aus langjähriger Erfahrung, wie sich die Stimmung retten lässt. Lasst noch ein bisschen Platz auf eurem Teller für die Wurst, ja? Selbst zubereitete Salate haben alle mitgebracht. Das macht viel aus für den Gruppenzusammenhalt. Auch wenn die Touren altersbedingt kürzer werden. Früher konnte die Tour nicht lang genug sein, weil die Rentner haben unendlich Zeit gehabt. Da haben wir 5, 6, 7 Wochen Touren gefahren. Und das nimmt so allmählich ab, so die Mammut-Touren, die langen Touren. Das ist schade, findet Sigi. Er liebte die abenteuerlichen langen Reisen. Doch seine Frau Petra schätzt auch so die Geselligkeit in der Gruppe. Dieses Familiäre, das mag ich so. Also ich mag das einfach, dass man dann zusammenwächst, dass es eine Gruppe gibt, dass man diese Leute einfach, ja, so mehr oder weniger in die Familie aufnimmt. Und die werden mir auch fehlen, wenn die Tour jetzt zu Ende ist. Dann sind die beiden aus dem Krankenhaus zurück mit guten Nachrichten. Was haben euch die Ärzte gesagt? Dass sie jetzt erst haben wir keine gesprochen, aber nun, das ist allgemeine Schwäche, das ist halt... In dem Alter kommt halt viel. Ich bin so froh, dass ihr heute noch gekommen seid, dass wir wissen, wie es euch geht. Oh, dein Beistand, der ist was wert. Meinst du, das hilft? Ja? Na, wunderbar. Da. Das ist, kommt vom Herzen. Ja? Ja, absolut. Also, danke schön. Ne? So, jetzt hängen wir an und dann kommen wir Würste essen. Und das wollen sie unterbinden. Ja. Ja. Zwar fordert das Alter bei jedem Menschen seinen Tribut, doch solange das Reisen und die Geselligkeit so viel Spaß machen, haben sie offenbar alles richtig gemacht auf Sigis Tour. Und die Würste schmecken auch. Bei den Wohnmobil-Neulingen Hilde und Herbert stehen die Zeichen auf Weiterfahrt. Jetzt machen wir erst einmal die Entsorgung, Kim. Das erste Mal im Wohnmobil und zum ersten Mal das Entleeren der Toilette. Jetzt geht's ans Eingemachte. Das ist erst jetzt du machen. Hilde meint ganz klar Männersache. Und Herbert zeigt sich als ganzer Mann. Einmachen, drehen, aufschrauben. Oh, kannst du schon mal 2 Meter in Deckung gehen? Ja.
Aber es sieht gar nicht schlecht aus, wie Spinatsoße. Ja, freilich. Muss ich jetzt nicht genau wissen. Da waren eben die Apfelstücke bei, die du nicht richtig gekocht hast, Hilde. Da mit dem Schlauch. Das habe ich jetzt zwar nicht genau gesehen, wie es jetzt gemacht hat. Ich hoffe, dass meine Brille da nicht reinfällt. Na, ehrlich, geht's nur? Nächste Aufgabe, das Grauwasser muss abgelassen werden. Was ist denn das Grauwasser? Das ist das Badewasser von Waschbecken, von der Spüle. Das ist nur grau. Ja, aber wo ist da der Behälter? Das weiß ich nicht, müssen wir gleich mal suchen. Wahnsinn. So, reicht so. Ja, und jetzt dieses Grauwasser. Ja. Wo ist das? Werden wir schon noch finden. Das muss man mal fragen. Das Altwasser oder Grauwasser, wie man das nennt, wie kann man das entsorgen? Wo ist das denn? Der Nachbar hilft gern. Das ist im Prinzip der Stutzen, wo das Grauwasser rausfließt. Ja, aha. Auslösen kann man das hier drin. Aha. Im Prinzip mit einem Schalter, der eigentlich oder bei Ihnen vorne sogar ist, im Führerhaus. Und wo ist da ein Knopf? Ich weiß ja nicht. Ich muss mir erst einmal schauen, wo der Knopf ist. Dann müsst ihr selber beschäftigen. Kommen Sie mal da oben. Da! Genau. Herbert, da musst du schauen. Das ist rechts die Heizung. Ja. Links ist Wasser, Abwasser. Ja, und so genau. Und links, ganz links ist. Uhrzeit und die Heizung. Nein, ich glaube nicht am Fahrzeug, sondern eher da? Am Aufbau. Am Aufbau. Das ist Ventil. Das müssen wir in der Beschreibung nachgucken. Und wo ist die Beschreibung? Ja, machen wir jetzt die wieder. Ja, mal diese. Vielen Dank. Nachlesen in der Mappe. Alles klar. Der Nachbar gibt lieber auf. Ein schöner Tag noch. Herbert geht jetzt systematisch vor. Hilde guckt sich einfach um. Wo kommt das sein, das Luder? Herbert? Ja? Schau mal her. Also. Ob du da was findest, da hervorn? Ja. Schau mal. Ja, gleich. Da ist irgendwas. Das ist was Gespassiges. Da ist Abwasser. Wo? Da. Der Hebel. Soll ich mal nichts machen? Das kann der sein, oder? Frauen und Technik, denkt sich Herbert. Der da. Na, das ist die. Das ist die Scheibenheizung. Und die das ach, ist ja, ja. Nein, das ist Abwasser. Also wir vermuten mal, Hilde hat recht. Oder ein Nebelscheinwerfer. Nein, das ist es nicht. Das ist Abwasser. Schau her, das ist doch der Wasserbehälter. Die schaut halt ein bisschen anders aus. Na, da wäre das auch in der Beschreibung drin. Das ist nicht in der Beschreibung. Das alles, was hier vorne ist, gehört. Der ist aber nein. Da. Pech für Herbert, die Beschreibung ist veraltet. Ja, das ist. Für Nebelscheinwerfer. Nein, das ist nicht. Doch. Nein. Nein, nein, das glaube ich nicht, dass er das ist. Ja, freilich ist er es. Das glaube ich und? Nicht. Ja. Ich glaube deswegen nicht, nein. Weil das die ganzen Knöpfe sind. Nein, für das Lichter, ist er. Für die nein, Heizung das und so. Doch, das ist er. Und warum und ist er nicht beschrieben in der Einleitung? Das weiß ich nicht. Hilde. Schluss. Das ist die Scheibenheizung. Ach, nur schlimmer. Nein, nicht schlimmer. Sag mal, du fährst auch im Winter. Du fährst auch im Winter damit. Ach, Scheibenheizung, das hat er mit dem nichts zu tun. Das wirst du ja sehen. Ich drück mal, wenn es so ja, weit ist. Jetzt drück mal. Ja. Jetzt drück ich. Ja, drück mal. Tatsächlich zumachen. Na sowas. Hat die Frau doch tatsächlich technischen Verstand? Hilde, du hast recht. Ja, da gibt es halt wirklich eine gescheite Brotzeit auf Nacht. Das halt. Du kommst mir nicht so davon. Na, das hätte ich ja nie vermutet, dass das. Da unten versteckt es. Beim Entsorgen hilft der Chef des Campingplatzes. Oh, geht's jetzt? Ja, ja. Ja? Geschafft. Die große Testfahrt auf der Suche nach dem richtigen Wohnmobil kann weitergehen. Auf zum nächsten See, dem Lago di Como. 80 darfst du fahren.